Acaban de probar el Chile Nacional. Den Weltmeister mit 1:0 geschlagen. Mexiko feiert. Egal ob in Moskau vor dem Stadion oder in Mexico City. Fue un triunfo histórico para todos nosotros, para la selección. Das war ein historischer Triumph für uns. Aber am Ende wollen wir nicht, dass das alles ist. Wir wollen, dass das die Motivation ist, um den Traum weiter zu verfolgen, den wir alle haben, wenn wir uns das Trikot überstreifen und eine Weltmeisterschaft spielen. Der Architekt des Erfolges, Juan Carlos Osorio. Die Kritik an ihm dürfte in Mexiko wohl zunächst einmal verstummen. Die Spieler stehen in jedem Fall hinter dem Trainer. Lo vemos muy bien. Yo creo que él está tan contento como nosotros por haber conseguido el triunfo, pero me atrevería a decir que conociéndolo. Wir finden ihn sehr gut. Er ist natürlich sehr zufrieden mit uns, dass wir diesen Sieg erreicht haben. Aber er denkt schon weiter, er plant alles haargenau. Für mich ist der Trainer ein Genie und Genies machen Dinge anders. Hoffentlich erhält er am Ende die Anerkennung für seine Arbeit, die er verdient. Das würde mich sehr freuen. Ojalá que al final reciba el mérito por el trabajo que ha hecho. Me daría muchísimo gusto, porque en mi punto de vista se lo merece. Gegen Deutschland hat er jedenfalls die richtigen Dinge gemacht und der Mannschaft zu neuem Selbstbewusstsein verholfen. Y que en verdad somos capaces de competir contra cualquiera. No sé qué va a pasar el día mañana, no sé qué va a pasar en el partido Corea. Ich weiß nicht, ob wir eine Nachricht an die Welt geschickt haben, aber die Botschaft bei uns in den Reihen ist klar. Wir können. Wir sind in der Lage, gegen jeden zu bestehen. Ich weiß nicht, was gegen Schweden und gegen Südkorea passiert, aber ich kann sagen, dass wir wissen, dass wir unsere Ziele erreichen können. Wir haben eine wunderbare Möglichkeit und das, was gestern passiert ist, gibt mir Vorfreude. Ich glaube, dass es eine sehr schöne Geschichte werden kann. Wie ich schon gesagt habe, wir haben eine sehr schöne Möglichkeit vor uns. Es ist nichts geschrieben. Pero bueno, a mí me llena de ilusión lo que vivimos ayer, porque creo que puede ser una muy bonita historia. Das nächste Kapitel folgt am Samstag gegen Südkorea. Dann mit etwas anderen Vorzeichen. Mexiko muss als Favorit den Erfolg gegen den Weltmeister bestätigen.